Sehr gut. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Rabiot. Rabiot. Tor. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Verlieren hier den Ball. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Sie machen das Tor. Nicht überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von ihnen zu sehen. Aber das war eine wunderbare Aktion. Da hat alles gepasst. Olivier Giroud. Machen Sie jetzt gut. Olivier Giroud. Tor für Frankreich! Wie er das macht. Wir schauen auf die Wiederholung. Tankt sich durch, willensstark, unwiderstehlich und perfekt der Abschluss. Lautaro Martinez. Jetzt kann das Tor fallen. Das so ein Ausgleich musst du in der Nachspielzeit erstmal machen und das ist clever gemacht. Bleiben geduldig. Damit ist diese Chance zur Führung. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich ab. Das dürften sich hier alle fragen. Sehen wir hier ganz deutlich nochmal den bösen Fehler. Und es nutzen sie aus und machen das Tor. Kamavinga. Frankreich gibt alles, damit das hier doch Tor ist, das Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Es geht los. Jetzt wird sich zeigen, wer die besseren Nerven hat. Den Elfer macht Messi rein. Jetzt ist also alles bereitet für diesen Elfmeter. Kein Tor. Der Keeper hält. Ja, beim Elfmeter kann der Keeper eigentlich. Jo, der passt genau. Ins untere Eck. Perfekt geschossen. Martinez macht zu. Genau ins untere Eck. Das war genau so geplant. Sehr souverän verwandelt. Super gemacht. Jetzt muss er cool bleiben. Denn wenn der Ball nicht reingeht, dann haben sie das Spiel verloren. Jetzt hat er den Torwart mit einem Heber verladen. 1 gegen 1. Loris, tolle Parade. Und drin ist er. Das ist der Sieg. Sie mussten lange warten. Schon für eine WM, das ist schon das Highlight. Klar, Weltmeister. Das ist nochmal eine Nummer für sich. Und da ist der Pokal. Da haben sie ihn. Riesenjubel. Sie haben so lange auf diesen Moment hingearbeitet, haben alles andere hinten angestellt. Und das ist der Lohn für alle Mühe. Und die sind natürlich jetzt müde nach diesem langen Turnier.